Servus Leute, was geht? Willkommen bei meinem Kanal zurück. Ja Freunde, Bushido will die Beerdigung von Petras Mutter bezahlen. Zur ganzen Thematik Loredana. Vor einem Jahr sorgte ein Fall für Schlagzeilen in dem Dachgebiet. Die erfolgreiche Rapperin Loredana soll gemeinsam mit ihrem Bruder, ein altes Ehepaar, um 700.000 Franken betrogen haben. Alter, krass. Im letzten Jahr wurde darauf berichtet, dass die Musikerin in Gewahrsam genommen worden ist und einige Tage später wieder eine Pressekonferenz in Kosovo gab. Nun berichtet die Schweizerische Zeitung erneut über die aktuellen Entwicklungen des noch offenen Falls. Laut Petra Z. soll der Anwalt von Loredana dem Ehemann ein Vergleichsangebot von 350.000 Franken vorlegen, was sie jedoch ablehnte, da sie auf mindestens 700.000 Franken bestehen sollte. Kann man verstehen, wenn man mich so ausgenommen hätte, wie Loredana dieses Ehepaar ausgenommen hat, dann wäre ich auf jeden Fall auch dabei, dass die den vollen Preis dann zurückbezahlen. Dann noch zu Petra Z. Mit dem vermeintlichen Betrug soll Loredana Petra Z. und ihrer Familie einen finanziellen Schaden zugefügt haben, den sie noch heute spürt. Alter, das ist so eine assi Frau, ey. So, ich verstehe nicht, wie Leute die unterstützen können und dann die trotzdem so weiterlebt halt so, ne? So heißt es in einem neuen Interview, dass Petra Z. nicht einmal die Beerdigung ihrer verstorbenen Mutter bezahlen könnte, die 3.300 Euro kosten soll. Das ist schon traurig, wenn man das Geld für seine eigene Mutter nicht zahlen kann, weil jemand wie Loredana einfach mal... Bushido sprach in einem 5-minütigen Interview mit einer Rapperin von der Schweizer Zeitung über den Vorfall. Nun will der Rapper Bushido Petra Z. unter die Arme greifen. Fände ich starke Aktion von Bushido. Also in der Hinsicht das schon an ihren Mann. Ich habe den Fall schon länger verfolgt. Ich fand von Anfang an traurig, wie es gelaufen ist. Das ist wirklich traurig. Als Höhepunkt habe ich gelesen, dass die Mutter von Petra Z. gestorben ist. Nun kann sie nicht mal die Beerdigung zahlen. Also Bushido auf jeden Fall Ehrenmann. Kann man so noch streichen. Schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr zur Thematik sagt und den ganzen Shitstorm zu Loredana, würde mich interessieren. Kann man diskutieren, wie ist das anders, ihr wisst Bescheid. Ich muss gleich arbeiten gehen, deswegen heute wieder auch nur ein kurzes Video. Morgen muss ich auch arbeiten gehen, das ganze Wochenende auch. Ich hoffe, ich kann wenigstens ein, zwei Live-Reaktionen hochladen. Könnt mein Video gerne einen Daumen da oben dann lassen, würde mich sehr freuen. Sehen wir uns demnächst in neuen Videos, bedeutet macht's gut.